Sie sind hier, 20. Dezember 2018, Update um 23.18 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Josh Gordon spielt seit September für die New England Patriots. Urheberrecht Getty Images. Update: Josh Gordon kämpft erneut mit mentalen Problemen und verkündet eine Auszeit von der NFL. Die Football-Liga reagiert auf die Vorwürfe und spricht eine Sperre aus. Die New England Patriots müssen in den kommenden NFL-Spielen ohne Receiver Josh Gordon auskommen. Wie der 27-Jährige auf Twitter bekannt gab, nimmt er zur Verbesserung seiner mentalen Gesundheit eine Auszeit vom Football. Die Dauer der Pause ließ er offen. Kein Einsatz mehr in dieser Saison. Wenige Stunden später sperrte ihn die stärkste Football-Liga der Welt auf unbestimmte Zeit. Gordon habe gegen Bedingungen des Rehabilitationsprogramms der Liga verstoßen, genaue Details sind noch nicht bekannt. Die Dauer der Sperre ist noch nicht geklärt, ein Einsatz in der laufenden Saison erscheint jedoch unwahrscheinlich. Zur NFL-Tabelle Anzeige, die NFL bei DRZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Gordon kämpft seit Jahren mit Depressionen und Alkohol sowie Drogenproblemen und war deshalb bereits in Behandlung. Nachdem er sich bei einem nicht genehmigten Werbedreh verletzt hatte und vermutlich unter Drogeneinfluss auf dem Trainingsgelände erschienen war, wurde er im September von den Cleveland Browns zu den Patriots getradet. Gordon hatte im November vergangenen Jahres in einem Interview zugegeben, vor jedem Spiel Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. In der Zeit zwischen der Saison 2014/15 bis Dezember 2017 hatte Gordon nach einer Sperre wegen Drogenmissbrauchs kein Spiel in der NFL bestritten. Wichtige Rolle bei den Patriots. Bei den Patriots war er in den vergangenen Wochen hinter Superstar Julian Edelman der Passempfänger mit den zweitmeisten Receptions. Obwohl er erst in Woche 4 debütiert hatte, führt er die Liste der Patriots-Spieler mit den meisten Pässen über mindestens 20 Yards an, 12 Receptions. NFL-Insider Ian Rappaport berichtet, dass das Team um Quarterback Tom Brady bereits in der vergangenen Woche von anstehenden Problemen bei Gordon wusste. Aus diesem Grund erhielt bei der 10:17 Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers Teamkollege Cordarrelle Patterson mehr Spielzeit. Patriots unterstützend Gordon, der Ex-Meister, sicherte dem Wide Receiver derweil seine Unterstützung zu. Wir unterstützen Josh Gordon bei seinem stetigen Unterfangen, sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren, schrieben die Patriots via Twitter. Gordon selbst bedankte sich bei Coach Bill Belichick, Besitzer Robert Kraft und dem Franchise. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern. Hier geht es zum Shop bei der Partie gegen die Buffalo Bills. Am Sonntag dürften Chris Hogan, Philip Dorsett und Patterson mehr Pässe bekommen als zuletzt. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.